Ich bin Mareike, ich bin 13 Jahre alt und bin jetzt das dritte Mal bei JugendHack dabei. Mein Vater hat mit mir angefangen, da einfache Spiele zu programmieren. Wir haben auch mal was gelötet und auch mal einen Computer auseinandergebaut. Und ich mache einmal die Woche Roboter-AG in meiner Schule. Also ich meine, es ist halt interessant, Probleme mit Technik bzw. mit Programmieren zu lösen. Der Untertitel bei JugendHack ist ja mit Code die Welt verbessern. Und ich finde, das kann man auch mit Programmieren oder mit IT gut machen, wenn man Ideen entwickelt und die mit IT umsetzt. Also in der Schule, wenn man da irgendwie IT-Unterricht hat, dann geht es halt darum, so müsst ihr das und das machen. Hier ist es halt so wie offeneres Lernen. Also du kannst machen, wie du es möchtest und du kannst einfach loslegen. Und wenn du weißt, denkst du, ich habe keine Ahnung mehr, ob man die weitermachen soll, kann man halt auch die Mentoren fragen. Die meisten Mädchen, die ich kenne, sagen ja Technik, weiß nicht, muss nicht sein. Hier ist es ja auch schon so, dass es ein paar Mädchen gibt und ich glaube, wenn die Leute dann vielleicht auch wissen, dass es nicht nur Jungs da sind, dann trauen sie sich auch eher, dass sie sagen, ja komm, melde ich mich halt auch mal an. Es ist auch nicht schlimm, wenn du das nicht so gut kannst, weil hier sind ganz viele, die das nicht so können oder nur in einem Gebiet gut sind. Und es sind auch, geht auch allen so, dass sie nicht wirklich wissen, kann ich das jetzt? Und wenn man es nicht ausprobiert und einfach mal versucht, dann kann man es auch gar nicht lernen. Wenn man jetzt einfach hört, okay, ja, wir machen jetzt irgendwas am Frontend und denkt so, was? Dann hat man dann die Chance, mal nachzufragen und es macht auch wirklich Spaß.